Country Flair am vergangenen Wochenende in Au an der Donau. John T.C. and the Troubleshooters gaben auf der Kulturbühne am Donaustandl in erweiterter Besetzung mit Banjo ihr Bestes. Und hunderte Country-Fans ließen sich dieses Vergnügen nicht entgehen. Auch viele Sonntagsspaziergänger, die in der Hafenidylle flanierten, wurden zu Zaungästen der Veranstaltung. Selbst der Wettergott war mit von der Partie und trotz so manch dunkler Wolke blieb es trocken, bis der letzte Ton verklungen war. Der Campingplatz entpuppte sich nicht nur als geeignete Festwiese, sondern wurde von den leidenschaftlichen Tänzern kurzerhand zur Tanzfläche umfunktioniert. Eine durchwegs gelungene Veranstaltung und nur eines von rund 20 Open-Air-Konzerten, die auf der Kulturbühne am Donaustandl pro Saison veranstaltet werden. Weiter geht's bereits kommenden Sonntag. Ja, danke schön.